Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Rebuild Challenge. Und ihr habt das draußen schon gesehen, mit wahrscheinlich die fetteste Rebuild Challenge, die ich jemals gemacht habe. Die Bulls gegen die Cleveland Cavaliers. Michael Jordan gegen LeBron James. Was habe ich dazu, beziehungsweise was habe ich davor erstmal gemacht? Beide in den Kader editiert. LeBron James bei den Lakers natürlich rausgenommen. Ich habe mich für die besten Versionen entschieden, also habe auch geguckt, Michael Jordan, dass er die meisten Plaketten hat, das ist die 96er-Version und LeBron James bei den Cleveland Cavaliers damals, ich glaube mit 58 Plaketten. Ne? Das erste Mal, dass wir auch zwei Teams steuern, das habe ich auch persönlich noch nie gemacht und ich werde versuchen, ja irgendwie mit beiden Teams den Osten zu dominieren. Schreibt mir doch gerne mal, was glaubt ihr, mit welchem, also beide sind natürlich eine 99, aktuelles Team, wenn man sich jetzt die Cleveland Cavaliers anguckt mit Colin Sexton, Kevin Love, Drummond und so weiter oder die Bulls mit Zach LaVine, Markkanen, Wendell, Carter Jr., wer würde beide im Osten in die Finals führen? Würde mich mal interessieren, ich sag euch auf jeden Fall am Ende der Episode, was ich denken würde. Wir versuchen aber natürlich auch Trades einzufädeln und die Teams so gut wie möglich aufzustellen und hier ohne irgendwie voreingenommen oder sonst irgendwas, dass wir jetzt sagen, ah, ich habe ein bisschen mehr Vorliebe für Michael Jordan oder ein bisschen mehr für LeBron James. Nein, wir werden hier komplett fair versuchen, was möglich ist. Wir schauen erstmal rein bei den Bulls. Das sieht folgendermaßen aus. Ja, Michael Jordan, 0 Minuten. Das wird sich jetzt natürlich gleich ändern. Coby White, Michael Jordan, Otto Porter Jr., Markkanen, Wendell Carter Jr., Zach LaVine würde jetzt in dem Fall von draußen kommen. Man kann Zach LaVine aber natürlich auch wunderbar auf der 3 spielen. Thaddeus Young, Satoransky, Valentine, Hutchison, Williams. So sieht gerade eben das Team aus. Und auf der anderen Seite gucken wir uns natürlich auch die Cleveland Cavaliers an. Beziehungsweise, Moment, dafür muss ich einmal switchen. Da muss ich mich jetzt natürlich ganz kurz erst reinfuchsen. Weil, wie gesagt, ich das so noch nie gemacht habe. Das wäre dann zack. Darius Garland, Colin Sexton, LeBron James, Kevin Love, Drummond, Larry Nance Jr., JaVale McGee, Okoro. Es klingen irgendwie beide gar nicht so schlecht, aber beide auch nicht perfekt. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit den Bulls und als allererstes... Warte, warum bin ich jetzt hier bei... Oh man. Okay, Kader, Bulls, jetzt bin ich richtig. Zach LaVine, wir packen Zach LaVine auf die 3. Und dann schaue ich mir jetzt nochmal ganz kurz den Roster mit euch gemeinsam an. Also, Coby White mit einer 77 ist natürlich auf der Position nicht optimal. Michael Jordan ist ein Träumchen. Zach LaVine hat eine 86, passt für mich auch. Markkanen, Wendell Carter Jr., die können sich halt alle noch extrem stark entwickeln. Also, wir brauchen definitiv einen anderen Point Guard. Vielleicht, dass wir den Vertrag von Otto Porter Jr. loswerden. Auch wenn der in der nächsten Saison sowieso wegfallen würde. Ich weiß übrigens nicht, ob wir jetzt eine Saison machen, zwei Seasons, drei Seasons. Wir gucken einfach mal. Mein erstes Ziel ist jetzt aber eigentlich erstmal eine Saison. Ja, und als Wichtigstes ist eigentlich die Point Guard Position. Lasst mal gucken, ob wir da nicht irgendwas basteln können. Also es wird jetzt natürlich kein absoluter Superstar sein. Aber ja, was haben wir denn überhaupt für Picks? Ja Morant wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Otto Porter Jr., 28 Millionen am Vertrag. Vor allen Dingen hat nur 5 Plaketten. Das ist so ein... Der Vertrag ist völliger Wahnsinn. Also lasst mal ganz kurz gucken, was wir dafür vielleicht bekommen. Gehen rein. Otto Porter Jr. Dauert ganz kurz ein bisschen, bis die Suche aktualisiert. Auch geil, da wird erstmal erster Trade-Vorschlag mit den Cleveland Cavaliers. Die Boston Celtics, einen Pick. Winslow, Clint Capella. Clint Capella, ja, wen haben wir da gerade? Wendell Carter Jr. Müssten wir allerdings einen First-Round-Pick mit reinhauen. Duncan Robinson. Na, da ist nichts dabei. Ja. Aber hier vielleicht einen First-Round-Pick abgreifen. Auch wenn der Lotterie geschützt ist. Ich muss eigentlich schon... Okay, da ist jetzt definitiv erstmal kein Angebot dabei, was mich vom Hocker haut. Trade, Spielersuche, Point Guard. Lass uns da nochmal reingucken. Also die ganz obersten, die können wir auf jeden Fall jetzt erstmal alle vergessen, weil wir jetzt natürlich auch nicht zu viel abgeben wollen. Es gibt allerdings natürlich jemanden,
Das wäre ein Traum. Derrick Rose und Michael Jordan zusammen bei den Bulls. Rein in die Trade-Suche. Ich bin mir sicher, dass es da ein Angebot geben wird. Wir müssen bloß gucken, welche Angebot. Da hat auch 24 Plaketten am Start. Kobe White in Kombination. Also da haben wir schon mal was. Zach LaVine werde ich nicht abgeben. Markkanen will ich jetzt für den ersten Moment erstmal behalten. Aber nur für den ersten Moment. Patrick Williams. Ey, da kannst du überhaupt nichts falsch machen. Es muss... Weil bis Williams sich entwickelt, let's go. Willkommen Derrick Rose. Zurück bei den Bulls. Michael Jordan, Derrick Rose, Zach LaVine, Markkanen, Wendell Carter Jr. Wenn ich denen jetzt eine Saison Zeit geben würde, um sich zu entwickeln. So, jetzt habe ich Kobe White von draußen, Thaddeus Young. Lass mal ganz kurz reinschauen in die Vertragssituation. So, wir sind jetzt natürlich gerade eben schon sehr, sehr krass drüber, was aber zum Großteil einfach auch an den Verträgen von Otto Porter Jr. und von Thaddeus Young und auch hier, was haben die denn für Verträge? Die muss ich jetzt mal ganz kurz irgendwie versuchen loszuwerden. Trade-Suche. Otto Porter. Für irgendeinen einigermaßen anständigen Spieler und vielleicht noch einen Pick, irgendwie sowas in die Richtung. Gehen wir nochmal rein in die Suche. Die Suche explodiert hier immer komplett, weil es so viele Angebote gibt, die diesen Vertrag tatsächlich fressen. Ein Jahr, 28 Millionen hat er jetzt gerade eben noch drinnen stehen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Clint Capella-Deal machen soll. Doch, mache ich. Weil Clint Capella einfach sehr, sehr gut in dieses Team reinpasst. Und Wendell Carter Jr. kann dann von draußen kommen. Und wir sind diesen Vertrag erstmal los. Also das war Nummer 1. Dann kommt Nummer 2. Alter, wo habe ich jetzt? Trade-Suche. Sortieren. Thaddeus Young. 13 Millionen Vertrag. Wird bei uns jetzt sowieso keine Spielzeit mehr sehen, weil wir jetzt auch noch Capella haben. Auch hier gibt es anscheinend sehr, sehr viele Angebote. 13,5 Millionen hat da gerade eben drin stehen. Dean Wade und ein First-Round-Pick. No Robert Williams. Könnte ich mir sogar vorstellen. Patrick Beverly. Winslow, Chris Dunn. Der ist Top 3 geschützt. Raptors. Ja, der wird allerdings... Wobei, in 4, 5 Jahren kann der sogar was wert sein. Naja, dann... Ehrlich gesagt, komm, Robert Williams und vielleicht auf die 4 stellen. Zack, rein, Kader. Dann ist der nämlich eine 79. Ich aktualisiere mal ganz kurz unseren Roster. Oh, der würde dann sogar Markkanen verdrängen. Was ich, glaube ich, nicht machen würde, wenn ich dann später wirklich auch die Rotation anpasse. Kobe White von draußen, Saturanski. Derrick Rose passt, Michael Jordan passt, Zach LaVine passt. Da habe ich Markkanen, Capella ist auf jeden Fall auch okay. Kann ich auf der Power-Forward-Position noch vielleicht den Beast holen. Collins hat noch diesen Vertrag. Da steht dann aber auch natürlich Zahltag an. Ja, für Zach LaVine. Ich probiere es für Markkanen und hau ein paar Picks mit rein. Boah, das Team, das wäre dann schon auch jetzt schon sehr, sehr heftig. Easy. Also, das war sehr, sehr leicht. Let's go. Ich brauche jetzt nicht nochmal alles vorlesen. Jetzt haben wir Collins noch mit dem Team Capella.
das ist jetzt fast irgendwie fast, weil Wendell Carter Jr. kann beide Positionen übernehmen. Das heißt, ich bräuchte jetzt noch einen. Ich brauche noch einen Small Forward. Shooting Guard Small Forward, der hier die Minuten von Michael Jordan und Zach LaVine so ein bisschen übernehmen kann, weil Valentine Hutchison, das sind Spieler, die. Denen traue ich das nicht zu. Also, wir brauchen noch einen Small Forward, dann sind die Bulls für mich eigentlich schon fast abgehakt. Trade-Suche. Let's go. Jonathan Isaac ist natürlich immer ein Traum, der auch ehrlich gesagt immer gar nicht so schwer zu bekommen ist. Ja. Dann würde Wendell Carter Jr. wieder als Center rein. Können wir mal im Kopf behalten. Kelly Oubre Jr., Joe Ingles, Anunoby. Bei Anunoby ist halt Wahnsinn, der hat halt schon 23 Plaketten, obwohl der nur eine 79 ist. Ich finde Anunoby gar nicht so schlecht. Lass es mal checken, ob wir das vielleicht sogar irgendwie hinkriegen, ne? Habe ich noch einen Spieler, den ich vielleicht mit reinwerfen kann? Wright könnte ich noch integrieren. Ah, der hat eine, also das bringt mich nicht weiter. Oder wir sortieren mal nach der Gesamtwertung Johnson. Naja, aber ich glaube, das ist schon zu wild. Aber Anunoby ist ein geiler Spieler. Ja, komm. Let's go. All in der ersten Saison. Anunoby, Wendell Carter Jr. Und jetzt hast du dann noch Kobe White von draußen, wenn du dann noch eine 8er-Rotation machst. Also, Bulls abgehakt. Können wir einen Haken dahinter machen, muss ich dann natürlich gleich noch die Rotation anpassen. Wobei, soll ich das gleich machen? Komm, ich mach das gleich. Und dann haben wir das Thema nämlich hinter uns. Simpel wie immer, ihr seht das hier. Anunoby übernimmt die Minuten von Zach LaVine, Michael Jordan. Also einer von beiden steht eigentlich immer auf dem Feld. Und ansonsten Wendell Carter Jr. Ich habe eigentlich in dem Zusammenhang fast quasi zwei Six-Man von draußen. Einmal mit 19 Minuten, einmal mit 20 Minuten. Und Kobe White übernimmt dann 9 Minuten von Derrick Rose. Damit bin ich gerade eben echt, muss ich sagen, komplett zufrieden, ne? Habe jetzt auch noch so einen Spieler wie Wendell Carter Jr. noch mit dem Team. Kobe White habe ich auch behalten. Mark Cannon hat sich natürlich einfach angeboten abzugeben. Dann wollen wir rüber zu den Cavs. Boah. Was mache ich da? Da haben wir einmal den Vertrag von Kevin Love. Dann natürlich auch noch den Vertrag von Drummond. Ich habe das Gefühl, hier muss ich mehr machen als bei den Bulls, wenn ich was reißen möchte. Okay, lasst, auch wenn ich das schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, lasst erstmal allgemein suchen, was wir für Angebote bekommen für Kevin Love und für Drummond. Drummond mit einer 85, ja, wobei kann ich, vielleicht kann ich mit dem sogar durchziehen. Das ist, er ist eigentlich eine Double-Double-Maschine und auch eine Rebound-Maschine. Ey, wie viele Angebote kommen für Kevin Love, wenn er so lange simuliert? Anunoby. Was schon mal im ersten Moment gar kein so schlechtes Angebot ist. Buddy Hield, Mitchell Robinson. Boah, Mitchell Robinson und Drummond unterm Korb. Da geht der schon leichtes Höschen auf. Also ich rede jetzt nicht von der Realität, ich rede jetzt von hier im Spiel. Ihr kennt es ja selber, was er für eine Maschine ist. Come on, let's go. Ah, aber die wollen... Aber kann ich das vielleicht sogar ohne die bei... Ah. Aber das sieht für mich jetzt erstmal besser aus. Da muss ich Michael... sag ich schon Michael... Wie heißt er jetzt nochmal? Jetzt drehe ich völlig durch. Kevin Porter Jr., nicht Michael Porter. Muss ich nicht mit reinwerfen. Okay, come on, let's go.
rein in den Kader. Ich bin so gespannt, wer am Ende dieses Ding wuppen wird. Ich stelle Robinson auf die 4. 85, 85 LeBron James. Die beiden Positionen, die machen mir mit Abstand am meisten Sorgen. Denn das ist kein Finals-Niveau, was wir da haben. Auch hier gucke ich, was ich eventuell kriegen kann für... Darius Garland ist natürlich auch von der Defense her. Colin Sexton. Ich guck mal, für Darius Garland 9 Plaketten, Shooting B+, Perimeter Defense C-. Wen könnte man da holen? So ein 87er Point Guard. Brook Lopez, Derrick Rose, Patrick Beverley, Justice Winslow, Bogdanovic. Ich glaube, das kann man vergessen. Buddy Hield wird uns die ganze Zeit angeboten. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich das vielleicht machen soll. Dennis Schröder. Ja, war klar. Wir müssen selber gucken. Rein in die Suche. Und wir brauchen einen Point Guard. Kemba Walker. Wen könnte ich für Kemba Walker abgeben? Drummond, Colin Sexton. Ja gut, ist fast klar, dass Drummond damit drin ist. Jamal Murray. Wäre auch mal interessant. Jamal Murray in so einem Team. Alter, okay, mit Ben Simmons wäre halt alles vorbei. Mit Ben Simmons wäre es, glaube ich, durch. Es macht aber eigentlich für die Sixers keinen Sinn. Aber ich probiere es trotzdem. Ich glaube, da kann ich alle First-Round-Picks reinballern und es wird trotzdem nicht klappen. Nein. Stellt euch mal vor, Ben Simmons und LeBron James in einem Team. Chris Paul hat diesen kranken Vertrag, will ich nicht. Kyrie Irving, ja, das ist, glaube ich, unrealistisch, dass wir da irgendjemanden abgreifen können. Brockton, Bledsoe, dann wird schon zu dünn. Also, Derrick Rose ist schon, sage ich mal, an der Grenze, um ihn in die Starting 5 zu holen. Brockton, was hat Brockton, der Perimeter Defense B-? Brockton kann ich mir vor... Und hatte ich auch noch nie. Brockton hatte ich noch nie. Drummond. JaVale McGee. Mitchell Robinson. Da können wir zu 100% irgendwas anderes zusammenbasteln. Vielleicht... Ja, okay, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Wir müssen einfach bloß genügend Picks reinbuttern. Noch ein First-Round-Pick und sie sagen ja. War klar, wenn die Anzeige kommt, dann weißt du schon, es hängt nur irgendwie an ein paar Kleinigkeiten. Ne? Also Brockton hatte ich auch noch nie. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es mit ihm laufen kann. Hier ist mir jetzt gerade eben eingefallen, Holiday. Wir wären dann zwar, glaube ich, offensiv. Ja, wobei, es ist gar nicht so schlecht. True Holiday. Ich probier's. Der hat, glaube ich, eine 83. Easy. Kevin Porter Jr., JaVale McGee, Colin Sexton. Colin Sexton ist aber, glaube ich, von draußen jemand, den man super bringen kann. Brook Lopez, der dann die Minuten von Drummond und Mitchell Robinson übernimmt. Habe ich gerade jemanden von draußen? Ich glaube nicht. Let's go. Brockton, Holiday, LeBron James, Mitchell Robinson, Drummond, Brook Lopez, Colin Sexton.
Larry Nance Jr., der wird auf jeden Fall keine Minuten sehen. Das passt für mich. Das passt für mich auch. Soll ich noch gucken, ob ich einen besseren Point Guard bekomme? Ich weiß nicht, was Drummond an Wert hat. Ob man da vielleicht sogar gucken kann. I don't know. Rudy Gobert abgreifen als besserer Verteidiger. Towns ist, glaube ich, nicht realistisch. Ja, außer mit LeBron James. Es ist jetzt schon ein heftiges Battle, aber wenn ich Towns jetzt noch bekommen würde, aber nein, das ist unrealistisch. Embiid, Jokic, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Vucevic und dann kommt halt schon Drummond. Deswegen sehe ich da jetzt auch kein Need, zwangsläufig mich irgendwie komplett zu verkünsteln und zu verstellen. Point Guard. Da könnte ich mir jetzt halt noch irgendwie einen Dragic vorstellen. Schröder eigentlich auch. Dennis Schröder in diesem Battle mit dabei zu haben, wäre eigentlich ganz cool. Wir haben kein Interesse an diesem Trade, aber an dem. Okay. Let's go. Dann. Brockton. Alter, Brockton in der Starting 5. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen strange an, aber okay, wir probieren es. Holiday, LeBron James, Mitchell Robinson, Drummond. Wir unterm Korb sind wir auf jeden Fall brutal. Brook Lopez, Sexton, Dennis Schröder von draußen. Auch hier passe ich ganz kurz wieder die Rotation an. Und dann werden wir sehen, was... Also, oh Gott, welches Team ist jetzt gerade eben besser? Ich muss mir beide Teams nochmal angucken, ne? Moment. Ich gehe einmal rüber. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Welches Team ist gerade eben besser, eurer Meinung nach? Ich würde fast sagen, vielleicht mit einem kleinen Ticken die Cavs. Mit einem kleinen Ticken Vorsprung die Cavs. Aber das ist gerade eben bloß meine persönliche Meinung. Wie gesagt, schreibt es mir gerne. Ich passe ganz kurz die Rotation an von den Cleveland Cavaliers. Und dann gucken wir, ob überhaupt beide auch in die Conference, beziehungsweise je nachdem, wie die natürlich auch abschließen, kann es sein, dass sie in der ersten, zweiten Runde aufeinandertreffen. Wir gucken einfach mal. Ich passe ganz kurz die Rotation an und dann let's go. Rotation ist genau die gleiche wie eigentlich auch bei den Bulls. Dementsprechend relativ unspektakulär. Beibehalten natürlich. Ich habe bei beiden jetzt auch gleich, ich habe übrigens hier mal den Head Coach ausgetauscht, weil ich will einfach versuchen, bei beiden relativ gleiche Parameter zu schaffen. Und deswegen musste ich hier jetzt Michael Stauffer mit reinnehmen. LeBron James, erste Scoring Option. Brockton, Mitchell Robinson. Und auf der anderen Seite bei den Bulls Michael Jordan, Zach LaVine und dann Derrick Rose. Ich habe bei beiden angegeben, dass sie Gas geben sollen unterm Korb. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Let's go. Ich bin mega hyped auf dieses Battle. Kleiner Zwischenstand für euch. 5. März, 36-9 mit den Cleveland Cavaliers. Ihr seht das oben rechts. Power Ranking, also sie sind an der 1. Und dahinter logischerweise die Bulls. Lasst mal ganz kurz abchecken, wie es aussieht von den Stats her. Also bei den Punkten sind auf jeden Fall, also LeBron James ist dabei, dahinter kommt dann Michael Jordan. Ne? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass auf jeden Fall beide irgendwie unter den Top 5 sind, aber wir gucken mal, was geht denn bei den Assists. Ja, boah, LeBron James 10,5, Michael Jordan mit 8, aber auf jeden Fall auch ordentlich stabil dabei. Quote, Michael Jordan nimmt überhaupt keine Dreier. LeBron James 32,8, das ist sogar echt krass realistisch, muss man sagen, in dem Fall. Also ich simuliere bis zum Ende und wenn es so bleibt, dann treffen ja auch beide in den Conference Finals aufeinander, genau das, was wir wollten. Ne? Und dann werden wir sehen, welches Team jetzt das Bessere ist. Endspurt, die Bulls kommen nicht vorbei. Also auch wenn es richtig gut läuft, 50-20, sie sind die ganze Zeit an der 2. Ich glaube, die Cleveland Cavaliers, die lassen sich von der 1 einfach nicht verdrängen. Nein, es ist... LeBron James wird MVP,
Killian Hayes, Brandon Clark, Michael Jordan wird dafür Defensive Player of the Year, Mitchell Robinson, Most Improved Player. Es wird zu diesem krassen Battle kommen. Michael Jordan, LeBron James natürlich, All-NBA First. Ich muss übrigens an dieser Stelle Danke sagen an meine Freundin. Die hat mich auf diese Idee gebracht. Ich persönlich wäre nicht drauf gekommen. Wir hatten vorhin ein Gespräch. Dann hat sie gesagt, hey, sowas in die Richtung wäre doch eigentlich mal mega cool. Und zack, ich habe es direkt umgesetzt. Ist mir jetzt gerade eben als Gedanke gekommen. Wir sehen's. Let's go. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass einer von beiden irgendwie vorher rausgeht. Die Bulls sind ausgeschieden. Ey, komm, das ist doch ein Witz. Gegen die Heat. Ach komm. Also da muss man ja ganz ehrlich sein, das ist doch ein Witz. Als wenn... Ey, warum hat Michael Jordan bloß 18 Minuten gespielt? Ist der ausgefoult? Ey, das macht gerade die... Also, ich will nicht sagen, es macht die Challenge ein bisschen... Die Cavs sind auch raus. Hab ich irgendwie was verpasst oder so? Ey, das sind doch zwei Championship-Teams mit LeBron James und Ben Simmons wird Finals MVP. Was ist hier passiert? Wir werden von den Boston Celtics rausge... Nee. Ey, von Philly wurden wir rausgeballert. Wahrscheinlich, weil Brockton natürlich auf der 1 von Ben Simmons zerstört wird die ganze Zeit. Krass. Also ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass einer von beiden safe den Titel holt. Aber dass die Bulls in der ersten Runde rausgehen, hätte ich niemals gedacht. Und dann, ja, in den Finals. Doncic mit 47 Punkten in Game 5. Belassen wir es bei dieser einen Saison. War ein cooler kleiner erster Test. Das Ganze kann man vielleicht sogar im Stream mal weiterspinnen. Wenn ihr Bock habt auf solche Challenges, vielleicht auch einfach mal mit 2 Teams, 3 Teams, 4 Teams, dann gerne eure Ideen in die Kommentare. Ich habe es jetzt das erste Mal gemacht. Ist eigentlich relativ easy und entspannt. Ein bisschen bin ich jetzt enttäuscht. Also, dass nicht wenigstens eins von beiden Teams in die Finals kommt, ist schon... Also, ich meine, ja... Vielleicht habe ich auch die Spieler ein bisschen überschätzt. Brockner, Drummond. Wobei ich eigentlich, ich bin sehr, sehr auf die Defense. Ich habe mich auf die Defense fokussiert. Und da müsste man eigentlich mit Mitchell Robinson und Drummond unterm Korb den Laden, zumindest hier bei MyNBA, einigermaßen dicht halten. LeBron James, auch ein guter Verteidiger, hat natürlich hier auch leider dann, ja, jetzt nicht überragend gespielt. Okay, so ist es. Manchmal die Challenges klappen halt auch einfach nicht. Das ist ja auch der Witz an der ganzen Sache. Würde immer jede Challenge klappen, dann wäre es auch irgendwo langweilig. Habt ihr irgendwie eine neue Idee, dann ab damit in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.